OpenHAB ist quasi die technische Lösung, das Framework, was verwendet wird. Um was geht's? Es geht um Gebäudemanagement. Wir brauchen Sensordaten, um Gebäude effizienter, sinnvoller nutzen zu können. Und dazu brauchen wir mal Daten. Das Ziel des Vortrags. Das Ganze soll natürlich auf Open Source basieren. Die Motivation dahinter ist eben, es gibt verschiedene Stakeholder in dem ganzen Bereich. Das eine sind einmal die Gebäudemanager, das andere sind aber auch Ingenieure und auch die rechtliche Seite. Also es gibt Arbeitsplatzgesetze, die zum Beispiel vorschreiben, es darf ein Arbeitsplatz nicht ein gewisses CO2-Niveau überschreiten. Das ist natürlich jetzt recht nett, aber solange man es nicht messen kann, kann man eigentlich nicht wirklich beurteilen, ob das so ist, geschweige denn kann man irgendwas dagegen tun. Was wir mit dem Projekt machen wollten, ist ein Proof of Concept mit einem Friendly Customer, um uns in möglichst kurzer Zeit einmal eigenfinanziert eine Lösung zu entwickeln, die auf Open Source Frameworks weitestgehend aufbaut und die als Referenzlösung möglicherweise dann eben für diesen Gebäudetechnik-Themenkomplex verwendet werden könnte. Der Ausblick auf den Closed-Loop-Regelkreis, das ist tatsächlich noch ein Ausblick, also der aktuelle Projektstand beschäftigt sich mit Messung, Zeitreihenanalyse, Auswertung der Sensordaten. Wenn man das natürlich konsequent weiterdenkt, kommt man im nächsten Schritt auch in die nächste Ausbaustufe rein, wo es darum geht, ich merke aufgrund meiner Sensordaten, da stimmt etwas nicht, ich treffe automatisiert entsprechende Gegenmaßnahmen. CO2 steigt zu weit an, ich lüfte. Temperatur steigt zu weit an, ich mache vielleicht eine Kühlung oder ich mache das Fenster auf. So, das Venture. Es geht eben um verschiedenste Arten von Sensoren, Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, Licht. Das Ganze muss einmal gesammelt werden, da haben wir also diesen Collector-Layer. OpenHAB ist ein Framework, ein sehr flexibles, komme später noch hin, das kann schon sehr viel Sensordaten direkt abgreifen. Wir haben diesen Collector-Layer noch hinzugefügt, um eben auch in der Lage zu sein, Dinge als abzugreifen, die nicht direkt nach OpenHAB gehen, beziehungsweise auch in der Lage zu sein, Sachen, die nicht aus Sensordaten direkt kommen, sondern aus anderen Webservices, wie eben Metadata, verbundene Datenquellen, dass man das ebenfalls wie ein Sensordatum nutzen können. Der Dispenser-Layer unter OpenHAB ist dann quasi der Reaktions-Layer, der aber erst dann in Entwicklung ist. Das Auf der einen Seite gibt es eben dann diese Sensordaten, werden aufgezeichnet, werden persistiert und ergeben quasi eine Zeitreihe. Diese Zeitreihe kann man natürlich dann aggregieren entsprechend und man kann das in Dashboards anschauen. Das ist der Marc René, schaut mir nicht ähnlich, also relativ klar, ich bin es nicht. Mit ihm gemeinsam habe ich allerdings letztes Jahr einen Forschungsverein gegründet, das Open FabNet und noch einige andere. Und da versucht man genau diese Projekte abzuwickeln. Dazu komme ich gleich noch weiter. Das hier. Also Open FabNet denkt sich quasi als Plattform für Open Innovation Kultur. Die Idee ist, Forschung und Innovation näher zusammenzubringen. Das heißt, das, was sozusagen auf der Uni an Forschung auch passiert oder in anderen Außenuniversitären Forschungsstätten, aber nicht in der reinen Theorie bleiben möchte, zu transportieren Richtung Unternehmen, Richtung Unternehmertum und Projekte zu machen, wo das gemeinsam umgesetzt werden kann. Das heißt, ein Bindeglied zwischen Forschung und Praxis zu sein und das, was wir versuchen, sind eben verschiedenste Proof of Concepts da aufzustellen. Wie sind wir organisiert kurz? Also es gibt dieses Exekutivteam, da ist der Marc René dabei, da bin auch ich dabei. Dann gibt es Research Teams, das ist für längerfristige Forschungsprojekte. Es gibt die Focus Teams, das Projekt ist in einem Focus Team entstanden, da geht es Richtung schon wirklich konkrete Innovation. Und es gibt einen wissenschaftlichen Beirat, der tatsächlich mit entsprechenden akademischen Kapuzundern besetzt ist, die auch diese Research-Vorhaben entsprechend begutachten und ihren Senf dazugeben können. Die Motivation für das Projekt ist eben, es ist aus einem Open Innovation, Open Collaboration Umfeld entstanden.
angestoßen wurde es von einem Berater, von einem Energie- und Sicherheitsberater, der im Gebäudemanagement sehr aktiv ist und der auch diese ganzen rechtlichen Grundlagen kennt und aus seiner langjährigen Erfahrung der Meinung gewesen ist, sowas brauchen wir eigentlich. Ich kann aber nur diesen einen Aspekt davon liefern, ich brauche Partner. Wollen wir nicht das gemeinsam machen? Dann gibt es einen Sensorenhersteller, der hat bereits einige Sensormodule auf den Markt gebracht, ist aber durchaus interessiert, quasi mit ausgewählten Kunden diese Entwicklung weiterzutreiben und zu schauen, eben wie kann man den Markt besser erschließen. Und dann haben wir quasi noch einen Software-Dienstleister und Infrastrukturbereitsteller, das war im Prinzip der Marc René als Software-Dienstleister. Und als Infrastrukturbereitsteller haben wir auch dem Verein in dem Projekt eine gewisse Rolle gegeben, nämlich die des Datennotars sozusagen. Es ist so, dass bei all diesen Projekten, wo sehr, sehr viele Daten erhoben werden und die kommen dann in der Cloud und da stellt sich dann immer die Frage, ja, was passiert damit, wem gehören die, wie kann darauf zugegriffen werden. Die Rolle des Vereins ist eigentlich hier ein neutraler, eine neutrale Plattform zu bieten, wo die Daten gehalten werden, aber eben aus Open Data allen gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden. Der Weg zum Problemverständnis. Also es geht natürlich einerseits um Energieeffizienz, hier schon angesprochen, wenn ich jetzt sozusagen keine Wochenabsenkung in einem Gebäude habe, dann heizt sich das Gebäude einfach total durch, während im Prinzip keiner dort arbeitet. Das ist nicht wahnsinnig effizient. Genauso gibt es Schwankungen, saisonale zwischen Sommer und Winter, auf die man entsprechend reagieren kann. Das würde ich sozusagen nicht sofort mitbekommen, wenn ich aber ein Sensornetzwerk habe und ich merke, es ist am Wochenende total hoch, dann kann ich darauf schließen, okay, da muss irgendwas umgestellt werden. Genauso die Raumluftqualität, Stichwort CO2. Es geht aber auch darum, Benchmarks zu machen zwischen verschiedenen Gebäudekomplexen. Das geht eben in das Gebäudemanagement-Thema, wo es geht, ein Gebäude dieser Größe, dieser Bauart aus dieser Bauperiode, wie viel Energie verschlingt das, wie viel Energie verschlingt mein Gebäude im Vergleich zum Durchschnitt aller Gebäude oder im Vergleich zu den besten 10 und so weiter. Und genau diese Benchmarks zu machen, da kommt eben diese Datenhalterrolle des Vereins dann dazu. Da brauche ich dann eigentlich erst die Cloud. Bis dahin kann eigentlich komplett alles autonom im Gebäude laufen. Wenn ich aber dann meine eigenen Daten benchmarken will, mit anderen Daten vergleichen will von anderen Gebäuden, dann brauche ich sozusagen die Cloud-Lösung, die ist aber optional. Und da ist die Idee eben eine Secure Closed Cloud und die kann man dann online abfragen und es ist ein gemeinnütziger Forschungsverein, der sozusagen diese Daten, die Custody über diese Daten hat. Die Timeline, die Idee war, machen wir das möglichst schnell. Es ist halt seit Jahresbeginn, sage ich mal, ist das Projekt gestartet worden und es wurde vor 2 Wochen zum ersten Friendly Customer ausgeliefert und der ist auch weiterhin recht friendly und es gefällt ihm sehr. Das Ganze hat natürlich nur funktioniert, weil man bereits natürlich sich gekannt hat bis zu einem gewissen Grad, gute Prozesse bereits etabliert waren und weil man auch keine Förderung beantragen mussten oder so irgendwas. Also wenn man natürlich jetzt irgendwie Förderungsfinanzierung möchte, dann ist innerhalb von 3 Monaten vielleicht einmal die Antragserstellung. Dann dauert es wahrscheinlich ein halbes Jahr bis zur Begutachtung und Entscheidung und dann dauert es noch wahrscheinlich einige Zeit, bevor man das erste Geld sieht. Das ist für größere Projekte natürlich durchaus überlegenswert trotzdem, aber für so kleine Pilotprojekte als Proof of Concept nicht unbedingt immer hilfreich. Vielleicht hört ihr wer zu und kann mithelfen, das zu ändern. Die Sensornetzwerke im Gebäudemanagement. Also hier nochmal die Layer aufgezeichnet, eben diese Collector-Layer, wo die verschiedensten Sensoren angebunden sind, dann Open Hub weitergereicht werden und letztendlich über den Dispenser-Layer in Zukunft irgendwelche Aktuatoren auslösen, die ein sich selbst regulierendes System, was constraint-orientiert funktioniert, schaffen. Sprich, ich definiere die Constraints und innerhalb dieser Constraints funktioniert die Regelung im besten Fall. Das
Ganze basiert allerdings auf lokaler Intelligenz bis dahin. Also diese Cloud ist kein Must-Have, es ist kein Siri, es ist kein Amazon Alexa, da wo nichts geht, ohne dass die Cloud mithört, mitprotokolliert, mithorcht. Das Ganze funktioniert vollkommen autonom auch, erst in dem Moment, wo ich zum nächsten Layer will, bei meiner Benchmarking-Ebene, brauche ich dann die Cloud. Das Open Hub ist jetzt ein Open Home Automation Bus, das ist in Java geschrieben, ist plattformunabhängig, ist vendorneutral, funktioniert mit OSGI im Hintergrund, der Hauptgrund ist, es hat bereits unglaublich viele Konnektoren, sage ich mal, und es ist für alle Leute, die Java können, mit vernünftigem Aufwand erweiterbar und zusammenbaubar. Es gibt historisch quasi dieses Open Hub 1, was hier auf der Folie dargestellt ist, das ist sozusagen dieser Core. Man hat sich aber dann entschlossen im Laufe der Zeit, das zu einem Open Hub 2 weiterzuentwickeln, was auf der Eclipse-Plattform stärker funktioniert. Das ist ganze OSGI-Thema funktioniert jetzt im Eclipse Equinox-Container drinnen. Und mit Apache Carafe kann man das ganze Provisioning machen und wenn man lustig ist, kann man es bestimmt noch in einen Service-Mix hängen, sage ich jetzt einmal. Aber die Eclipse-Plattform ist relativ bewährt, sage ich mal, und auch gut erweiterbar für das Ganze und wahrscheinlich die Zukunft des Systems. Zu den ganzen Konnektoren, also das Logo Massaker, wer unterstützt das alle? In der normalen Haussteuerung, ich bin leider nicht so in dem Thema dieser Protokolle, aber mir wurde gesagt, dass das LAN oder das MOD relativ gängige Dinge sind. Da gibt es vielleicht Experten, die das wesentlich besser wissen. In Zukunft scheint es zu sein, dass diese ganzen Industrie 4.0 Sachen Richtung OLP, UA ein bisschen gehen, aber da gibt es auch Leute, die würden da wahrscheinlich ganz was anderes sagen, aber sie versuchen das jetzt natürlich irgendwie in einem offenen Protokoll zu standardisieren, um die Interaktion dieser ganzen IoT-Komponenten ein bisschen erträglicher zu machen in der Zukunft. Die Konzepte, die hinter diesem Open Hub sind. Also das Grundkonzept ist einmal, wir trennen die physische Sicht von der funktionalen Sicht. Das macht schon, glaube ich mal, Sinn. Die physische Sicht ist Hardware samt Setup, alles was dazugehört und angreifbar ist. Die funktionale Sicht ist quasi das logische Konzept, wie das Gesamt funktionieren soll. Wie wird das verbunden? Welche Abhängigkeiten ergeben sich durch diese Verbindung, wie wird das weiterverarbeitet, was soll wo in welcher Gruppe gemeinsam was anderes irgendwo auslösen. Da gibt es eben diese Konzepte von Things, Item und Links. Ein Thing ist sozusagen die Basis, das Item ist die Basis, Entität, das ist quasi jetzt der einzelne Sensor von mir aus, sie haben einen State, sie können empfangen, die können senden, von mir aus kann ich auch ein Webservice als Item definieren und in diese Architektur reinhängen, typischerweise ist es aber ein einzelner Sensor. Die Things sind dann Gruppen, die eben diese logische Funktionalität über diesen Items abbilden. Die Items werden zu Items im System, wenn sie gemeinsam zu einem Thing verbunden sind, über einen Link, sage ich jetzt einmal. Genau, die Things. Eben Hardware-Controller, Funkschalter, Dimmer, Lüftungskontroller, was auch immer, jede logische Quelle. Die Channels sind im Prinzip nicht viel anders als Links, habe ich irgendwo mitgenommen. Die Items, das ist eben der Abstraction Layer und da fängt es an, sozusagen Richtung Applikation spannend zu werden. Hier kann ich zum Beispiel mal sagen, okay, ich definiere eine Gruppe, das ist mein Erdgeschoss, eine andere Gruppe wäre der erste Stock. Innerhalb des Erdgeschosses gibt es eine Subgruppe, alles was in der Küche drinnen ist. Dann gibt es einzelne Schalter in dieser Gruppe, die gehören in die Küche, es gibt quasi einen für die Decke und es gibt einen für den Tisch. Und dann habe ich noch einen Kontakt irgendwo, der mit der Tür auf und zu geht
und ich habe einen Lichtwertsensor, wie hell und dunkel ist. Und aufgrund dieses Setups kann ich schon einmal eine relativ einfache Steuerung bauen. So, die Tür geht auf, check up, ist in der Küche hell genug, dass jemand, der reinkommt, auch glücklich damit ist. Wenn nein, dann dreht das Licht auf, wenn ja, alles ist gut. Das Ganze kann man eben mit dieser Rule Engine machen, die im Prinzip relativ frei programmierbar ist und wo ich auch die Möglichkeit habe, von diesen Rules in das Java-Framework reinzugehen und mittels diesen Rules auch komplexe Sachen quasi abzufackeln letztendlich. Die Persistence. Die Persistence ist eine relativ wesentliche Sache. OpenHub ist da agnostisch. Ich kann mir jetzt überlegen, wo soll ich das reinstecken. Es gibt natürlich die Standard-GDPC-Sachen, das ist der Java Connector für relationale Datenbanken. Es gibt GPE, das ist ein objektorientierter Layer wie Hibernate, sage ich jetzt einmal drauf. Und es gibt viele andere Möglichkeiten von bis NoSQL, MongoDB etc. Das ist sozusagen eine kurze Darstellung, wo ich immer noch lokal auf diesem OpenHub-lauffähigen Device, was im Prinzip bei uns ein Raspberry 3 ist, da läuft dieses OpenHub lokal und kann ja ein simples User-Interface haben, wo ich quasi alles sehen kann, was ich an Gruppen definiert habe und entsprechend verwalten. Genau. Jetzt geht es aber, der Scope jetzt vom Lokalen hin zur Cloud-Lösung. Und da kommt eben das Open FabNet ins Spiel mit der Idee der Private Secure Cloud. Da geht es jetzt darum, wir aggregieren diese ganzen Time-Series-Daten, um sie eben benchmarken zu können. Dafür verwenden wir diese Dalmatina-DB, das ist eine spezielle Zeitreihen-Datenbank. Die kann an sich nicht viel, was sie kann, ist, sie kann wirklich gut mit Zeitreihen umgehen. Und darauf aufbauend zur Analyse und Auswertung gibt es dieses Grafana Dashboard, das ist ein Node.js-System, wo die Dalmatina.db schon ein Plugin dafür hat und damit kann ich mir on the fly eigentlich sehr gute Zeitreihenanalysen in Dashboard-Form anschauen. Ich komme dann gleich dazu. Grundsätzlich kann man dann noch entsprechende Load Balancer in den ganzen Cloud Setup reinsetzen, sodass man das auch wirklich skalieren kann. Am Anfang wird das vermutlich kein Thema sein, aber wir versuchen es zumindest jetzt mal mitzudenken. Auch die Usage vom Filesystem. Es wird empfohlen, bei der Dalmatina.db, um sie wirklich gut skalieren zu können, ZFS zu verwenden, weil ihr dort diese Skalierung, die Replikation, Snapshotting, all diese Sachen bereits auf Filesystemebene zur Verfügung habt. Die Dalmatina.db ist in Erlang geschrieben. Jeder, der schon mal Erlang gelesen hat, weiß, das ist für jemanden, der normalerweise Java schreibt, nicht ganz einfach. Aber das Ding funktioniert, verwendet auch Postgres als Indexer für die gesamten Metatags. Das heißt, es konzentriert sich wirklich nur auf die Zeitreihen und Zeitreihenanalyse. Hat quasi einen eigenen Browser und es gibt eine JSON-API. Eigenes UI wird es dafür geben, aber wir verwenden im Wesentlichen dieses Grafana-Plugin. So ein kurzer Benchmark-Vergleich von Datenbanken, die man für den Zeitreihenanalyse verwenden kann. Da ist eben die Dalmatina ganz vorn und man sieht natürlich, haha, super cool, ich komme auf 20 Megametrics pro Sekunde, während die anderen Lösungen, die wir evaluiert haben, wesentlich weniger hergeben. Das ist eigentlich der Grund für die Dalmatina.db. Sie tut genau das, was sie soll, Zeitreihen storen und sehr schnell aggregierbar wieder zur Analyse bereitstellen. So schaut das Grafana Dashboard aus. Das kann ich sozusagen jetzt konfigurieren, auch per User. Ich kann Berechtigungen vergeben, was darf er sehen, was darf er nicht sehen. Ich kann Drill Down machen in die Daten rein, in diese Zeit rein. All diese Dinge funktionieren quasi Dashboard abhängig. Ist aber nur mal meine Zeitreihe im Wesentlichen.
Was jetzt dann als nächste Ausbaustufe dazu kommt, jetzt haben wir eben genau dieses Benchmarks, wir haben viele dieser Zeitreihenanalysen. Jetzt könnte man als nächste Stufe noch einen eigenen BI-Prozess draufstellen. Da kenne ich mich glücklicherweise wieder besser aus. Das ist Colibri, ein Tool, an dem ich viele Jahre jetzt gearbeitet habe. Da geht es jetzt darum, die multidimensionale Analyse durchzuführen, um eben in den nächsten Schritt nicht nur die reinen inneren Zeitreihenabhängigkeiten zu erfassen, sondern die multidimensionale Analyse der Daten zu verwenden, um letztendlich auch auf der Cloud-Ebene so eine Art Rule-Engine später mal zu haben, die dann aufgrund dieser komplexeren Analysen sagt, okay, da könnte man sozusagen einen Regelvorschlag machen, basierend auf diesen ganzen Benchmark-Test, wie haben es die anderen gemacht, und der einzelnen Gebäude-Location zur Verfügung stellen. Und wer auch immer dann dort ist, der kann er dann nehmen oder auch nicht, sage ich jetzt einmal. Aber das wäre sozusagen dann diese große Vergleichsebene und wesentlich mehr Daten, als von einem einzelnen Gebäude kommen. Da kommen wir dann Richtung genau dieses Closed Loops Ansatz, wo wir dann sagen, ja, im Idealfall würde man sowas wie Selbstregulation unterstützen. Wir schicken nicht jemanden, der die Sachen auf- und abdreht, sondern wir geben die Constraints vor, wir hängen quasi die Regulationsschaltung in das Gebäudemanagement selber rein, und damit funktioniert das Gebäude dann weitgehend autonom, und es muss halt nur mehr ein Supervisor da sein, der natürlich auch schaut, ob alles passt, beziehungsweise das Troubleshooting kann, wenn es nicht passt. Ja. Dann noch die abschließenden Links, ein Link auf den Open Hub, ein Link auf die Dalmatiner Datenbank, das Grafana Framework, das Colibri OpenBI Framework und potenziell dieses Open Rules wird in Zukunft eben das sein, wo wir eben auf der Cloud-Ebene dieses Rule-Level-Framework basierend auf den multidimensional aufbereiteten Daten aus dem OLAP-System BI draufsetzen wollen. Das ist noch Zukunftsmusik. Die lokale Ebene, man deployt die Sensoren in ein Gebäude und Open Hub und hat die Zeitreihenanalysen für das Ding, das funktioniert. Bei den Sensoren vielleicht nur ein kurzes Wort, da versuchen wir zu schauen, Energy Harvesting, entweder das Ding braucht von Haus aus de facto möglichst wenig Energie, das ist super, aber Beschalter, Piezo-Schalter erzeugen quasi einen Strom und schon funktioniert das Ding auch ohne Batterie und Stromanschluss, beziehungsweise auf den entsprechenden CO2-Sensoren kleine Solarpads drauf, die das Ding soweit mit Strom versorgen, dass man so alle paar Minuten im Prinzip ein Paket schicken kann über irgendwas 6LoWPAN ähnliches, also irgendwas, was ein Low-Profile-Wireless-Protokoll ist auf IPv6-Ebene. Ja, ich hoffe, obwohl ich mich ehrlich gesagt natürlich nicht so gut auskenne wie der Marc René, die Grundidee ist irgendwie rübergekommen und ich hoffe auch, ich kann ein paar Fragen beantworten. Danke sehr. Das ist ein ganz normaler Raspberry 3. Das ist relativ harmlos, sage ich jetzt einmal, weil die Grundkomponenten sind ziemlich performant. Das Open Hub per se braucht jetzt nicht so wahnsinnig viel Ressourcen, aber die meisten Leute glauben, alles was Java ist, frisst nur Gigabytes. Das geht eigentlich eher darum, dass es ein Proxy-Connector für die verschiedensten Protokolle ist und das in einer geordneten Struktur, in eine geordnete Datenstruktur überführen kann, sage ich jetzt einmal im Grundwesen. Also die größte Herausforderung war, das Art von Protokoll, was wir im Moment zum Verschicken der Daten verwenden, hat sich mit WLAN gespießt und jetzt mussten wir schnell noch einen Kernel-Patch machen, damit am Raspberry 3 auf der ARM-Architektur dieses spezielle Feature mit WLAN kompatibel ist. Also das war eigentlich der Mehraufwand in der Entwicklung, wo sozusagen das Highlight
aber rein von der Rechenleistung, um diese Sensordaten auszuwerten, reicht der Raspberry 3 vollkommen aus. Hard-Disk dann drauf, oder? Da kann man Harddisk drauf tun, natürlich, wenn man will. Man kann da ganz normalen SD-Card reingeben. Die Frage ist eben, will man das Ding jetzt autonom fahren? Legt man Wert auf die Langzeitpersistenz seiner Daten, wenn man es autonom fährt, dann würde ich von der SD-Card eher abraten. Da ist der Raspberry meistens sehr ungehalten, wenn man in den Stecker zieht und der schreibt nur drauf. Das kann dazu führen, dass man das Ding da initialisieren muss und dann sind die Daten weg. Also wenn man es wirklich autonom betreibt, würde ich irgendein M2 oder sowas empfehlen, was man über einen Zusatzslot reinhängt. Oder eben man hängt sowieso in die Cloud, dann streamt man die Daten in die Cloud hoch und dort sind es hoffentlich sicherer. Security-Konzept aus? VPN. Also das Ganze läuft nur über VPN, die Verbindung von dem Hub und der Cloud und der Rest ist, wie das Grundprotokoll ist, was die Daten vom Sensor zum Raspberry schickt, das weiß ich leider nicht genau, aber ich vermute, dass auch dort eine Verschlüsselung zum Einsatz kommt. Werden es nicht eben Protokolle sein, die diesen Sohnheim unterstützen, genau, die verschlüsselt sind oder nicht? Ja, genau. Wie Raspberry brauche ich denn für so ein Gebäude, das ist dann noch eine Frage. Wie viel Raspberry brauche ich für ein Gebäude? Das kommt ein bisschen darauf an. Also rein von der Rechenleistung kann ich Gebäude wie das FH Technikum vermutlich, wenn es nur um die Sensoren geht, mit einem Raspberry abdecken. Die Sache ist die, dass rein von der Netzwerkabdeckung, also die Grundidee ist, wir wollen Verkabelung vermeiden. Also von dem her setzen wir eben auf diese Low-Energy-Funktechnologie. Und die hat natürlich irgendwann einmal einen Reichweitenschluss. Beziehungsweise wenn ich jetzt eine fette Betonmauer habe oder so, kann es sein, dass es dann nicht wirklich gut durchkommt. Von dem her kann ich natürlich jetzt mehrere Raspberry-Ensembles nehmen, gerade dort, wo ich dann eigentlich schon wieder einen Netzwerkzugang habe, um die Daten entsprechend dann weiterzuleiten und verwende die quasi nur als Receiver-Station, um wie bei einem WLAN-Access-Point einen gewissen Bereich abzudecken. Also von dem her kann ich 1 bis N, die halt dann jeweils ihre Sensoren haben, das betreuen und auf das wachen. Damit kommen wir aber noch einmal auf das Security-Problem zurück. Ja. Es ist ja nett, dass ich ein VPN nach außen habe, ja, aber allein Funk, ja, ich meine, ich fliege mit einer Drohne vorbei und tausche die Firmware aus und kann alles machen. Ja. Naja, grundsätzlich, soweit ich es verstanden habe, ist, wenn man es jetzt im autonomen Einsatz hat, soll der Netzwerkport vom Raspberry gesperrt sein. Das heißt, ich kann jetzt da nicht hingehen und raufstecken und das Ding irgendwie absaugen, umprogrammieren oder sonst irgendwas. Wenn es darum geht, das Funknetz zu nehmen, da bin ich selber überfragt, wie das genau geschützt ist, aber ich vermute, dass die einzelnen Protokolle, die letztendlich die Sensoranbieter anbieten, zumindest ein paar Varianten haben, die auch sicher funktionieren. Die Entscheidung für OpenHub war ja aus dem Grund, weil es einfach die meisten Protokolle im Moment unterstützt und da gehe ich davon aus, dass die Entwicklung schon Richtung Security-Aware funktionieren wird. Aber ich bin leider nicht der Experte für das Problem. Aber das ist eine gute Frage. Aber es gibt technisch gibt es Möglichkeiten, das zu schützen. Wie jeder einzelne Sensor das im Moment kann oder nicht kann, dazu kann ich relativ wenig sagen. Nur ich würde sagen, wenn Security ein Thema ist, und das ist es normalerweise, dann muss ich halt diese Sensoren kaufen, die tatsächlich in der Lage sind, verschlüsselt zu kommunizieren, sodass es nicht leicht intercepten kann. Und selbst wenn ich es intercepten kann, kann ich am Raspberry sicherstellen, dass ich damit nicht den Raspberry hijacken kann und die Firmware irgendwie umprogrammiert und euch brennt. Also da gibt es schon Security-Maßnahmen, die auf Unix-Systemen Standard sind, um zu verhindern, dass ich nicht auf einmal root bin.
da sehe ich das viel problematischer, dass heute in Grafikchips Node.js-Engines verbaut werden, die automatisch Root-Berechtigungen haben und dann kann ich über die Grafikkarten den Rechner hacken und so. Also da sehe ich dieses Problem härter als wie bei einem klassischen Linux-System, was eigentlich gewohnt ist, seine Prozesse nicht Root-Rechte einzurahmen. Wenn ich einen Systemadministrator habe, ja. Ich meine, oben war jetzt gerade ein Workshop über Server-Hardening, ja. Aber ich meine, bei einem Home-Automation-Server habe ich das alles nicht, oder? Naja, das Ding soll ja ausgerollt werden. Ja, das Ding wird ja ausgerollt. Also von dem her ist es jetzt nicht so, dass sie im Standardfall der unbedarfte Heimadministrator einen Raspberry aus der Schachtel auspackt und dann zum Software installieren anfängt, sondern das kommt ja eigentlich schon vorkonfiguriert, wenn man es möchte, zu dem Gebäude hin. Natürlich kann man es do-it-yourself, es ist Open Source, kann man natürlich selber machen, dann ist man für die Security selbst verantwortlich. Aber das System, was wir bauen, werden wir selbstverständlich so konfigurieren, dass es die Security-Anforderungen bestmöglich erfüllt. Und wenn wir irgendwo merken, dass ein Problem ist, dann muss man ein Update irgendwo fahren. Ja, so ist das. Noch Fragen? Ja, bitte? Welches Plugin genau? Also ich meine, Sie haben irgendwie einen Layer dazu geschrieben. Dieser Layer, der es ermöglicht, die Sachen, die im Open Hub im Moment noch nicht unterstützt sind, dort reinzubringen. Ja, das ist Open Source. Also alles, was wir selber machen, ist Open Source und wir versuchen alles, was wir verwenden, dass es auch Open Source ist und auch im besten Fall Open Hardware. Wenn wir dann irgendwo mal ganz grob anstehen und das würde unseren Zeitplan nicht um Tage, sondern um Monate durcheinander hauen, dann kann es passieren, dass wir vorübergehend pragmatisch werden, aber längerfristig dann doch eine bessere Lösung suchen. Bitte sehr. Vorne oder was konkret verwendet? Also von den Typen sind im Moment eben CO2, Feuchtigkeit, Licht, Raumluft. Welcher Typ von Hersteller? Der Hersteller. Weiß ich im Moment leider nicht auswendig. Ja, also es gibt in dem Projekt, es gibt sozusagen einen Sensorhersteller, dessen Namen mir gerade leider nicht geläufig ist. Ich habe leider erst 20 Minuten vor Vortragsbeginn erfahren, dass ich das halte. Aber ich werde das gern recherchieren und wenn Sie mir eine Karte geben oder so, dann schaue ich, dass Sie die Information zeitnah kriegen. So. Wenn nichts mehr kommt, sage ich nochmal Danke und ich hoffe, Sie hatten trotzdem Ihren Spaß.